gerade ein riesengroßer Chaos, der da herrscht. Aber was ich dazu sagen muss, die Schuld liegt nicht bei Universum oder bei Ismael. Zu 100% nicht. Weil die Absage kam ja nicht von uns oder von den Kämpfern oder was auch immer, sondern von der Stadt selbst. Also Kreis NRW, Politiker haben sich dann da irgendwie quergestellt und haben dann irgendwas für Sicherheitsbedenken gehabt, dass es zu kurzfristig, man wolle die Veranstaltung auf September, Oktober oder so verschieben, damit man Sicherheitslücken und alles besser beheben kann oder besser koordinieren kann oder was auch immer. Keine Ahnung. Düsseldorf hat erstmal abgesagt, dann war es in Bochum, dann in Essen. Es ist ein richtiges Chaos. Ich verstehe euch, ich verstehe auch viele, die dann jetzt behaupten, na, ihr kriegt ja nichts geschissen und so, aber ich schwöre euch, das liegt doch gar nicht an uns. Ihr habt doch gesehen, Oberhausen-Veranstaltung mit Mo war krass. Die Veranstaltung mit Bösemann in Hamburg war krass, alles lief gut. Natürlich gab es natürlich auch hier und da ein paar Auseinandersetzungen, aber Freunde, bei allem Respekt. In jedes scheiß Fußballspiel, Alter, gibt es dritte Halbzeit, Alter, Hooligans und bla und blub, gibt es immer schwarze Schafe, die Scheiße bauen. Da hat man aber nicht das Recht, alle anderen Gäste auch als kriminell oder als Schläger oder was weiß ich darzustellen. Ja. Wir haben für die Halle in Düsseldorf, für die Mitsubishi-Halle, haben wir eigentlich ausverkauftes Haus gehabt. Das heißt, es ist sehr, sehr unfair, wenn man alle Gäste als irgendwie kriminell oder als Problemfall sieht. Ja, weil das sind unschuldige Menschen, Alter. Ja, nee, normale. Vielleicht Familien kommen da hin, gucken Boxen so. Ja. So, ja, nee, ihr wisst schon, was ich meine. Ja. Ist das echt Banane, sowas. Das haben die nicht verdient. So, dafür will ich mich aber auf jeden Fall trotzdem bei euch erstmal alle entschuldigen. Für alle, die die Karten gekauft haben. Es tut mir wirklich vom Herzen leid, dass das jetzt so gekommen ist, wie es gekommen ist. Aber die Schuld liegt nicht bei Universum, zu 100%. Und ich sage euch ehrlich, ich muss die auch nicht verteidigen. Davon habe ich gar nichts. Aber es ist wirklich halt so, wie es ist. Ja. Und ich bin nun mal auch Team Universum, ich kämpfe halt für Universum und ich kriege das ja auch hautnah alles mit die Telefonate, mit Marlon und da ist brennt wirklich die Hütte. Und ich sag euch, für den einen oder anderen von euch ist das natürlich schade, weil der ein oder andere hat wahrscheinlich an den Tag freigenommen oder am nächsten Tag oder was auch immer. Aber ich sag euch wirklich, das ist das kleinste Problem. Da hängt noch ein ganz langer Rattenschwanz bei Universum mit, Alter, da kommen Kämpfer aus dem Ausland. Flüge, Trainer, Vorbereitungen. Versteht ihr, weil also da ist ein Riesending, was wie so eine Lawine gerade bam macht. Gagen, das, dies, Anzahlungen wurden schon gemacht. Ja, die Halle in Düsseldorf wurde schon angezahlt. Da ist ein drunter und drüber. Aber was ich euch trotzdem sagen will, ist, ich habe natürlich auch das Video-Statement von Kevin Wolter gesehen. Da sind natürlich ein, zwei Fehlinformationen. Ich glaube, das wurde falsch mit ihm kommuniziert, dass ich nicht gegen ihn kämpfe wegen meiner Verletzung oder was auch immer. Also erstens, ich bin verletzt, 100%. Ich werde nächste Woche, also 4, 5 Tage nach dem Kampf werde ich operiert. Das heißt, September werde ich wahrscheinlich schon gar nicht kämpfen können, weil ich einen Kreuzbandriss habe. Das geht nicht in 4 Wochen oder 5 Wochen die Heilung. Das dauert 2, 3 Monate, 4 Monate. Ne, kommt natürlich auch selbst an, wie du dich verhältst. Machst du deine Trainingseinheiten, Physio, behandelst du deinen Körper gut, dann Heilungsprozess halt schneller fördern. Ja? Und ich werde definitiv am 3.6. werde ich kämpfen. Ja? Zwar nicht gegen Kevin Wolter, sage ich doch warum. So, ich kämpfe nicht gegen Kevin Wolter, nicht weil ich es nicht will oder weil er es nicht will. Es liegt einfach daran, dass so viele Tickets für uns verkauft worden sind und es wäre einfach nicht fair für diese, weiß nicht, wir haben, weiß nicht, 6.000, 7.000 Tickets verkauft, Alter, für diese Halle. Ne, natürlich hätten wir eine 10er-Halle, wären bestimmt 10 noch weggegangen, aber wir haben halt so viele Tickets verkauft und wenn wir jetzt dann gegeneinander kämpfen, in der Halle, wo nur 500 Leute reinpassen oder halt, wo da so eine kleinere, so ein bisschen, wie sagt man, kleinerer Veranstaltung. exklusiver gehalten wird für die Hamburg-Sache und die anderen da nicht reinkommen, ist es einfach scheiße. Ihr könnt die Kämpfe online schauen, auf dem YouTube-Kanal von Universum. Ich werde gegen einen Profi kämpfen. Ich weiß noch nicht gegen wen, aber ich werde kämpfen. Mir ist das scheißegal. Mit einem Bein ist mir Latte. Ich werde auf jeden Fall kämpfen, liebe Friends. Ich bin zwar nicht zu 100% vorbereitet, ich fühle mich aber dennoch gut, damit ihr mich wenigstens kämpfen seht. Ja, weil viele von euch wollten gerne, dass ich kämpfe. Und ich weiß, dass viele das sehen möchten. Deswegen werde ich 100% antreten. Kevin natürlich wird auch seinen Kampf machen. So seht ihr ihn auch zum ersten Mal in Aktion. Universum will natürlich weiterhin den Kampf zwischen mir und Kevin. Und wir werden auch zusammen noch kämpfen, aber halt in der anderen Veranstaltung, wo auch dann die Plätze für alle garantiert sind. Und die Gültigkeit von den Karten bleibt natürlich bestehen für die nächste Veranstaltung. Falls der ein oder andere sagt, aber ey, das ist mir zu blöd, ich möchte mein Ticket umtauschen, könnt ihr das auch gerne machen, was ich auch nachvollziehen kann. Aber ey, was los?
tut Ticket zur Seite, nächste Veranstaltung, September, Oktober, keine Ahnung wann, diese Zeiten irgendwann werde ich dann auch gegen Kevin kämpfen. So, wir haben uns das halt dann so gedacht, oder besser, Universum hat sich das so gedacht, damit da halt keiner mit leeren Händen rausgeht, dass ihr wenigstens ein paar Kämpfe sehen könnt, haben die uns Ersatzgegner organisiert, damit jeder von uns dann einen Kampf bestreiten kann. Natürlich war das keine Pflichtaktion, ich müsste gar nicht kämpfen, aber ich will unbedingt kämpfen, weil, wie ich auch schon gesagt habe, ein paar Tage später werde ich operiert, dann bin ich erstmal flach. Damit das alles halt nicht umsonst gewesen ist, die ganze Promo und der ganze Palaver, werde ich auf jeden Fall dann gegen diesen Profi antreten. Ob ich das Ding dann mache oder nicht, wird sich dann rausstellen. Ich fühle mich eigentlich ganz gut. Ist natürlich klar, meine Vorbereitung lief jetzt nicht so gut wie die in der Vorbereitung mit Mo Abdallah. Schade, aber ich kann halt auch nichts dafür mit der Verletzung. Es läuft halt alles nicht immer so, wie man will. Aber ey, wir machen das Beste draus, liebe Freunde. Und sag mal, wir müssen aber auch mal Tacheles sprechen. Wir müssen auch ehrlich sein. Auch viele Leute, die das auch belächeln. Universum, oh, Boxen. Mann, was gab es denn davor? Wie viel Entertainment und wie viel lustige Videos sind aus diesen Sachen entstanden? Wie viel Action, wie viele Leute konnten sich damit auch eine Karriere aufbauen? Wie viele Menschen haben sich mit diesem Thema auch befasst? Auch die Leute, die das belächeln, die haben trotzdem darauf reagiert. Die haben trotzdem ihre Klicks drauf gemacht. Versteht ihr was? Weil das ist ein Win-Win für alle. Und das ist einfach eine geile Sache. Man kann es nicht kleinreden. Wir gucken immer auf andere Länder. Boah, da gibt es Veranstaltungen. Boah, da machen die das, da machen die das. Und jetzt haben wir mit Universum Boxing eine geile Sache auf die Beine gestellt. Und die ganzen Jugendlichen gehen zum Boxen, gehen zum Sport, setzen sich Ziele. Und das finde ich auch eine geile Botschaft. Es sind so viele Firmen auf mich zugekommen. Es sind so viele Boxtrainer auf mich zugekommen schon und sagten, ey krass, die Jugendlichen kommen wieder zum Boxen. Die haben wieder Interesse gefunden. Boxen ist wieder richtig cool. Ich will jetzt nicht sagen, dass wir Boxen wieder cool gemacht haben, aber sind wir mal ehrlich, Boxen ist schon so ein bisschen runtergegangen, Alter, in Deutschland. Ja, MMA, Grappling und so hat natürlich voll übernommen, was auch geil ist. Ist auch geile Sportart. Aber Boxen wurde, glaube ich, durch unsere Geschichte hier, durch die ganze Scheiße, die wir hier machen, auch wieder interessant. Und das ist doch einfach geil, Alter. Wenn einer darauf nicht klarkommt oder was auch immer, oder ich denke, ja, dann kann ja doch Hobbyboxer, ja, dann geh du doch Profiboxer werden. Dann wird doch Profi. Dann kämpft mit Profis. Dann mach doch keine Ahnung. Ich mache jetzt meinen zweiten Profikampf. Ich habe ja gegen Mo Abdallah, der war ja ein Profi, deswegen, ne? Und jetzt kämpfe ich wieder gegen einen Profi. Ich habe jetzt immer noch nicht die nötige Erfahrung, um das vielleicht so perfekt darzustellen, wie es ein Profiboxer macht. Aber ich fürchte mich vor keinem Kampf. Und ich lerne, ich habe Spaß am Boxen. Es macht mir unheimlich viel Spaß. Deswegen auch danke an Universum, danke auch an Ismail für die ganze Plattform auch. Natürlich ist das ein Geben und Nehmen alles. Ne? Ich investiere ja auch in Universum sehr viel Zeit und mache auch viel. Ich bin auch auf sehr vielen anderen Veranstaltungen, was mit Kampfsport zu tun hat. Und ich feiere das einfach. Und allein dadurch seht ihr, dass ich schon mein Interesse so groß, dass ich auch andere Veranstaltungen supporte oder auch dahin gehe oder eingeladen werde. Wir haben so eine geile Bubble hier erschaffen und das ist doch eine geile Sache, Alter. Das finde ich, sollte man auch berücksichtigen, ja. Wie gesagt, Freunde, ich kann nachvollziehen, wenn der eine oder andere sauer ist. Tickets wurden geholt, es wurde sich freigenommen oder was auch immer, ey, aber wir stehen auch am Ende auch da und denken uns, ey, fuck, ne, aber die Schuld liegt halt nicht bei uns und auch nicht bei Ismail oder bei Universum und wir werden natürlich, denke ich mal, für die nächste Veranstaltung, die Sicherheitsvorkehrungen und alles, die Konzepte werden dann nochmal richtig geil gemacht und so, dass wir auch in Düsseldorf dann am Ende oder in der Grugerhalle dann in, was weiß ich, Oktober, diese Zeiten, also in nur 3, 4, 5 Monaten, meine ich meinetwegen, ein Riesen-Event machen können, wo ich dann auf Kevin Wolter treffe, wo Senad Gashi auf Mo Abdallah trifft, wo es dann wahrscheinlich dann auch nochmal richtig geile Kämpfe geben wird als Bonus. Und ja, mehr als das kann ich im Moment nicht sagen, liebe Freunde. Tickets, Gültigkeit bleiben bestehen. Ich werde am 3.6. kämpfen gegen einen Profi. Kevin Wolter auch. Und wie gesagt, nochmal liebe Scheiben, der Kampf zwischen mir und Kevin Wolter findet statt. Nur nicht am 3.6., weil halt so viele Menschen Tickets für uns gekauft haben. Danke nochmal auch an alle, die das Ganze supportet haben. Danke an alle, die mich supporten, die das ganze Ding Universum Boxing auch mit supporten. Vielen, vielen Dank für das krasse Feedback. Ich entwickle mich boxerisch immer weiter und ich bin sehr dankbar. Ich hoffe, ihr habt dennoch weiterhin Spaß. Ich hoffe, ich konnte euch jetzt ein paar Infos noch mit auf den Weg geben. Alles andere wird wahrscheinlich im Laufe der Tage auch nochmal von Seiten des Universum gepostet, wie das dann mit den Tickets dort aussieht. Wer zuerst kommt, glaube ich, mal zuerst. Ist halt ein kleineres Gym. In diesem Gym, wir kämpfen, glaube ich, dort, wo letztens auch Fat Comedy und Bilal Gold und so weiter gekämpft haben, Black Panther und Abu Habib. Dort werden wir dann wahrscheinlich auch zackig kämpfen. Am Ende des Tages kriegt ihr alle einen Kampf zu sehen. Nur nicht halt mit der Kampfpaarung, wie ihr eigentlich die Tickets gekauft habt. Aber wie gesagt, die Tickets behalten ihre Gültigkeit und wir werden auch einander treffen. Das heißt, jetzt habt ihr einen Bonuskampf. Ihr seht, dass ich nochmal gegen einen Profi kämpfe. Ihr seht auch nochmal Kevin Wolter kämpfen. Mo Abdallah kämpft, glaube ich, auch.
gegen einen anderen Gegner. Das heißt, ihr kriegt alle eure Kämpfe zusätzlich. So, und das ist einfach, das ist das Geile bei Universum auch. Kurzfristig schnell handeln, tun und machen. Und ich sag euch, es ist nicht einfach. Es ist keine Disco, die man hier veranstaltet. Oh, der Club, Ordnungs-Club, so minus 1000 Euro gemacht. Man, so ein scheiß Disco 1000 Euro mieten, so ein scheiß Pillepalle Samstag Feier machen. Das ist nicht so ein Ding. Hier geht es um mehrere hunderttausend Euro Summen. Boxer werden eingeflogen, Gagen müssen bezahlt werden, Hotels müssen bezahlt werden, die Ärzte, Krankenwagen, Feuerwehr, Securities, alles hier, keine Kleinigkeit. Sicherheitskonzepte, alles muss mit den Ämtern abgesprochen werden. Es muss behindertengerecht sein. Es muss alles stimmen. Also da ist wirklich, wirklich ein riesen, riesen Ding, was da hinter den Kulissen abläuft. Und ich weiß, dass der eine oder andere das halt jetzt nicht sofort auf Anhieb verstehen kann oder auch nicht darüber nachgedacht hat. Deswegen sage ich euch das einfach, dass es für uns auch nicht einfach ist und für Ismail und für Marlon und für das ganze Universum-Team auch nicht einfach ist. Ja? Weil die Leute haben auch ihre Kämpfer, die haben Planungen. Mann, ein Kevin Wolter, man kann über den sagen, was man will. Ja? Aber Digga, der war extra 3 Monate in Thailand, um sich vorzubereiten gegen mich. Versteht ihr, was ich sage? Das heißt, dadurch, dass der Kampf nicht stattfindet, der denkt sich auch zu Hause, Digga, warum bin ich nach Thailand geflogen? Aber jetzt hat er einen Profikampf, Digga. Kevin, guten Morgen. Ob er das dann hinkriegt am Ende, weiß ich nicht. Aber wünschen wir ihm da viel Glück. Hoffentlich wünscht ihr mir auch Glück, dass ich jetzt gegen den Profi halbwegs unvorbereitet in den Kampf gehe. Aber damit will ich euch einfach nur zeigen, wie ihr mir am Herzen liegt und dass ich euch nicht enttäuschen möchte. Wie ihr seht, dass ich einfach bissig bin, Alter, dass ich da rein will. Ist mir scheißegal, Alter. Ich gehe da rein 100%. Ja, und natürlich hat das Ganze auch etwas Gutes. Freunde, der Kevin kann sich jetzt gegen mich noch ein bisschen länger vorbereiten. Ich werde natürlich die nächsten 3-4 Monate flach liegen. Kevin, Bro, kannst ja nochmal nach Bangkok fliegen, nach Thailand, wo du willst, nach Japan, nee, Kampfkünste machen. Bereite dich gut vor. Du wirst jetzt zum ersten Mal in deinem Leben am 3.6. in den Boxring steigen und dann auch merken, dass das nicht einfach ist und dass das mit mir dann auch nochmal eine Nummer härter sein wird danach. Deswegen bereite dich gut vor, hast nochmal Glück gehabt, am 3.6. bleibst du vor mir verschont, mein Lieber. Ja, so gerne ich dich auch habe im Ring, sind natürlich andere Gesetze. Danach ist natürlich wieder Friede, Freude, Eierkuchen, aber im Ring, da wird gestürft, mein Lieber. Da bringt deine Bundeswehr-Erfahrung nichts. Da zählt nur Herz, mein Lieber. Deswegen, Freunde, an alle, die zugeschaut haben, ich küsse euer Herz, danke für euer Verständnis. Ich hoffe, ihr bleibt alle weiterhin gesund. Ich hoffe, euren Familien geht's gut. Behandelt euch alle gegenseitig mit Respekt. Habt die Streitigkeiten miteinander. Vertragt euch. Ja. Frieden ist immer besser als Stress. Deswegen, liebe Freunde, danke, danke, danke fürs Zuschauen. Wie gesagt, liebe Freunde, wir geben uns weiterhin Mühe. Wir werden natürlich geile Veranstaltungen für euch noch machen. Es ist halt traurig, dass die Politik so wenig Vertrauen hat in das Ganze, weil wir wollen ja was Geiles machen. Das ist ja hier nicht irgendeine Veranstaltung, was irgendwie... Also das ist ja kein illegales Straßenrennen, Digga, oder so. Das ist eine normale Boxveranstaltung, Digga. Jede Veranstaltung oder jedes Event hat auch seine Ecken und Kanten, Alter. Alter, ich war so Dome, ich war Komet, ich war schon überall in meinem Leben. Und überall gab es schon Stress. Ob das an der Tür war, ob das irgendein Besoffener war, das kann man nie vermeiden. Leider ist es so. Es ist, wie es ist. Ne? Es ist halt auch nur unfair gegenüber den normalen Gästen, dass man das absagt oder wie auch immer. Egal, Freunde, ich habe jetzt wieder viel geredet. Lange Rede, kurzer Sinn. 3.6. Synergy gegen einen Profi. Ich werde die Tage bekannt geben, wer es ist. Ich weiß es selber noch gar nicht. Danke nochmal an Ismail, danke an Marlon, danke an Murat, danke an das ganze Team. Wir sehen uns am 3.6. in Hamburg, liebe Freunde. Ich wünsche euch allen ein schönes Wochenende. Bleibt bitte gesund und ja, ihr wisst Bescheid.